David Garrett, der talentierte deutsche Geiger, hat ein Leben voller Herausforderungen und ständiger Bemühungen hinter sich, den Höhepunkt seiner Kunst zu erreichen. Geboren am 4. September 1980 in Aachen unter dem Geburtsnamen David Christian Bongartz, wuchs er in einem musikalischen Umfeld auf. Garrett begann im Alter von 4 Jahren, Geige zu lernen, zeigte bald herausragendes Talent und verbrachte jeden Tag Stunden mit dem Üben. Unter der Anleitung berühmter Lehrer wie Sacha Brohn, Ida Händel und später Yitzhak Perlmann an der Gilliard School trainierte und entwickelte er seine hervorragende Spieltechnik. Garrett ist nicht nur für seine Fähigkeit, klassische Musik aufzuführen, berühmt, sondern auch für seinen einzigartigen Crossover-Musikstil, der Klassik und Moderne verbindet und so dazu beiträgt, dass klassische Musik dem Publikum näher kommt. Er hat mit vielen berühmten Dirigenten und Orchestern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und Werke berühmter Komponisten wie Bach, Beethoven, Tschaikowski und Paganini aufgeführt. Garretts Talent und sein einnehmender Spielstil haben ihn zu einem der besten Geiger gemacht, der überall eine große Fangemeinde hat. Doch Garretts Weg verlief nicht immer reibungslos. Hohe Erwartungen seitens seiner Familie, Erfolgsdruck und die Tatsache, dass er seine Kindheit dem Praktizieren geopfert hatte, führten zu Schwierigkeiten in seinem Privatleben. In mehreren Interviews gab Garrett zu, dass ihm sein Leben seit seiner Kindheit auferlegt wurde und er nicht die Freiheit hatte, eigene Entscheidungen zu treffen oder seine eigenen Interessen zu verfolgen. Die Belastungen und der Druck seiner Karriere haben dazu geführt, dass Garrett viele Male mit Stress und Einsamkeit konfrontiert war. Er überwand jedoch alles und fand einen Weg, das Gleichgewicht zu bewahren und seine Musikkarriere weiter voranzutreiben. Im Alter von 44 Jahren enthüllte Garrett eine besondere Frau in seinem Leben, die ihm nach den Stürmen des Lebens Freude und Trost spendete. Nach vielen Jahren der Einsamkeit und vielen emotionalen Nöten hat Garrett nun die wahre Liebe gefunden. Er teilte mit, dass dies die Person sei, die ihm geholfen habe, das Leben weniger stressig und leichter zu finden. Garrett sprach auch über seine Heiratspläne und seinen Wunsch, eine glückliche Familie zu gründen, wozu er während seiner gesamten künstlerischen Laufbahn nie die Gelegenheit hatte. In letzter Zeit versucht Garrett, seine Karriere aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, allerdings mit einem sanfteren Ansatz, indem er mehr Zeit auf sein Privatleben verbringt und sich um seine geistige Gesundheit kümmert. Er hat viele Phasen des Stresses und des Scheiterns durchgemacht, von Zwischenfällen auf der Bühne bis hin zum öffentlichen Druck, aber jetzt hat er gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen und wieder Freude am Leben zu finden. Garrett ist nicht nur ein talentierter Geiger, sondern auch ein Mann, der aus dem Leben viele wertvolle Lektionen gelernt hat. Er tritt weiterhin auf, inspiriert und kreiert einzigartige Musikwerke, arbeitet darüber hinaus aber auch jeden Tag daran, ein glückliches und sinnvolles Leben mit seiner Geliebten aufzubauen. David Garrett setzt seine Karriere mit tiefer Leidenschaft und Liebe zur Musik fort, konzentriert sich nun aber auch mehr auf sein Privatleben. Die Jahre des unermüdlichen Strebens nach Ruhm brachten ihm nicht nur Erfolg, sondern auch Wunden in seiner Seele. Dank dieser Erfahrungen und dem Lernen daraus ist Garrett heute nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Mann, der den Wert von Frieden und Ausgeglichenheit im Leben versteht. Auf seinem langen Weg, nach Verlust und Prüfung Freude und Trost zu finden, beschloss Garrett, seine Prioritäten neu zu ordnen. Er erkannte, dass es neben der Karriere noch wichtigere Dinge im Leben gibt. Die gegenwärtige Liebe spendet ihm Trost und hilft ihm, den Wert einfacher Momente im Leben zu erkennen. Das war etwas, was ihm zuvor,
als er im Rampenlicht und im Glamour des Ruhms stand, nicht bewusst werden konnte. Gerrit gab auch zu, dass er in diesen Jahren sehr reifer geworden sei. Er legt nicht mehr viel Wert auf Perfektionismus in der Musik oder auf die Erfolge, die er zuvor immer angestrebt hatte. Stattdessen lernt er, sich zu entspannen, das Leben außerhalb von Auftritten zu genießen und sich Zeit zu nehmen, neue Bereiche zu erkunden, beispielsweise das Komponieren und Produzieren von Musik. Dies hilft Gerrit nicht nur bei der Weiterentwicklung seiner Karriere, sondern gibt ihm auch ein größeres Gefühl der Zufriedenheit und des Friedens als zuvor. Gerrit plant zu heiraten und eine Familie zu gründen und teilte mit, dass dies die Zeit für ihn sei, für sich und seinen Partner zu leben. Nach Turbulenzen in seiner Karriere und seinem Privatleben verstand er, dass wahres Glück aus den einfachsten und aufrichtigsten Dingen kommt. Er wünscht sich ein vertrautes und herzliches Leben, in dem er selbst sein kann, ohne versuchen oder sich anstrengen zu müssen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Question I got for you. Last question. What are the top three books you think somebody needs to read today? You said you went out and you read 100 books early on when you were trying to learn something. What do you think are the top three books somebody needs to read today? My favorite all-time one was The Slight Edge. Did you read it? I haven't read that. You need to. That's my favorite all-time out of the hundreds of books I've read. That is my favorite one. Jeff Olson. It's kind of similar to The Compound Effect, Darren Hardy. But yeah. he really put Darren to shame. Like, it's really good. You really need to read that. I'm serious. And then the second would be The 10X Rule. Even though I'm not a big Grant Cardone fan, like the new Grant Cardone, where he's just trying to sell you stuff all the time. Because, I mean, he should have about 3 million followers right now, and he has like a million. And it's because he's trying to take more value than he gives. You know what I'm saying? And if he would have stuck with the original Grant, then he would be way further along. And the fourth one is the Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week, which I thought was kind of a gimmick with the title and stuff. And then I never did read it. And then somebody I really respect said something about it. So I was like, okay, I'll give it a try. And man, it really goes deep with like efficiencies and, you know, how to try to compound your time, get more done in less time, so on and so forth. So those are my three favorite ones. One big one for me when the market crashed was Shift by Gary Keller. Yeah. It really opened up my eyes to the fact that when the market crashes, closings still happen. And the thing is, man, is like the buyers that buy when the market crashes, they want to buy right now while prices are down before they go up. And the sellers got to sell because they're in trouble. And so it actually creates so much urgency in the market of buyers and sellers to do stuff. And all the agents leave the business. Mm-hmm. It's an incredible time. And you can acquire so much market share, i.e. relationships with property owners in the area. And when the market rebounds after the crash, that's when you really see the surge in your business. And that's like looking back, that's what happened to me because I got back in 08. And the market was kind of tanking, the stock market, and the real estate market was still down. And I really got to work. And when the market came back, you know, it came back in 12, 13, 14, 15, like my business just, you know, really blew up with it. So, Awesome. Man. I love it. I love it. I love it. Guys, look up Ricky Caruth, the only free real estate coach. We'll have all of his links in the show notes. Make sure you reach out to this guy. Sign up for his free trainings. Because they are better than most of the paid trainings, I promise you. That's a fact. I think Ricky would agree with me there. I appreciate you guys. Thanks for